gibt da diese eine Frage, die werde ich sehr oft gefragt. Sag mal, welches Smartphone nutzt du gerade? Welches Smartphone nutzt du gerade? Und heute gibt's die Antwort von uns allen. Erstmal danke an alle, die mitgemacht haben. War eine Riesenaktion, das alles zu organisieren, aber alle haben tolle Videos abgegeben. Link zu ihren Kanälen unten in der Beschreibung. Ein Abo ist Pflicht. Aber ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Hey, ich bin Valentin Möller vom gleichnamigen YouTube-Kanal und mein Daily Driver ist ein Samsung Galaxy S6 Edge. Und ich mag das Samsung, weil es hat die richtige Größe meiner Meinung nach, also 5,1 Zoll plus die abgerundeten Ecken macht es ungefähr so groß wie ein 5 Zoll Gerät. Es hat ein wunderbar hochauflösendes Display mit einer 2,5K Quad HD Auflösung, die auch super für zum Beispiel Virtual Reality ist, wie es ja da die Samsung Gear VR gibt. Und es hat vor allem eine tolle Kamera. Und deswegen wird dieses Handy so lange mein Daily Driver bleiben, bis es, naja, ein besseres Handy dafür gibt. Hi, ich bin Franz vom YouTube-Kanal SwagTip und ich nutze momentan das Samsung Galaxy S7 Edge als meinen Daily Driver, einfach weil es mich vom Gesamtpaket her extrem überzeugt und meiner Meinung nach kaum Schwächen hat und auch weil ich es momentan teste und einige Videos dazu mache. Ich bin aber auch schon ziemlich auf das LG G5 und das, was Huawei und HTC in den nächsten Tagen zeigen, gespannt. Also das könnte sich auch ganz schnell wieder ändern. Hi, ich bin der Andi vom Kanal Fuchs von und auch mein Daily Driver ist eigentlich das Samsung Galaxy S7 Edge. Aber weil der Franz euch schon was dazu erzählt hat, sage ich einfach, welches Smartphone ich sonst noch mit dabei habe. Ich laufe nämlich immer mit zweien rum. Ja, mein Ersatzgerät ist sozusagen das Samsung Galaxy S7 und das hat auch viele Gründe. Es hat die gleich geniale Kamera, wir haben ein unglaublich tolles Display, wir haben eine super Akkulaufzeit und außerdem kann ich dort alles ganz genau so anordnen wie auch beim Galaxy S7, also die Einstellungen, natürlich auch die Apps und so weiter. Es ist also ein perfekter Ersatz, mit dem ich sehr, sehr gerne rumlaufe. Also, meine Ausstattung sind das Galaxy S7 Edge und das Galaxy S7. Ich bin Ilias vom YouTube-Kanal Ilias B und mein Daily Driver ist im Moment das iPhone 6 Plus. Und ja, ihr habt richtig gehört, ich habe kein iPhone 6S, weil ich einfach der Meinung bin, dass das iPhone 6, auch wenn der Nachfolger schon lange draußen ist, ein sehr gutes Mobiltelefon ist. Ich meine, die Kamera ist sehr gut, das Display überzeugt im Alltag auch und das Betriebssystem iOS gefällt mir eigentlich auch. Ich weiß nicht, warum ich ein anderes Handy kaufen sollte und deswegen benutze ich jeden Tag das iPhone 6 Plus. Hi, ich bin Alex vom Kanal AlexHasTech und das Smartphone, was ich gerade nutze, ist das iPhone 6S. Aktuell in der Farbe Weiß-Silber mit 64 GB und die Frage, warum ich das iPhone nutze, ist eigentlich relativ einfach, denn das iPhone 3G war damals mein allererstes Smartphone und es hat mich so dermaßen geflasht vom Design, vom Display her, vom App Store, was man alles bis dahin noch gar nicht kannte und seitdem bin ich eigentlich nie vom iPhone weggekommen. Dann habe ich mir noch ein iMac geholt und mit YouTube angefangen und seitdem funktioniert einfach alles so perfekt zusammen mit iOS, mit dem macOS, dass ich eigentlich nie wechseln wollte und total zufrieden bin. Außer mit der Displaygröße. Die wird beim nächsten Mal auf jeden Fall größer. Wenn ich mal nicht gerade bis zum Hals in der Testphase für ein Smartphone-Review stecke, falle ich eigentlich immer wieder gerne auf ein aktuelles iPhone zurück und dort dann immer gerne auf das größere Modell. Heißt im Moment das aktuelle Apple iPhone 6S Plus. Und es ist nicht mal wirklich die Hardware, die mir gut an dem Ding gefällt. Es ist nicht mehr von den technischen Aspekten das Neueste, das Beste, das Top-of-the-Line-Ding, aber die Software-Philosophie, die gefällt mir umso besser. iOS ist ein Betriebssystem, das mir persönlich sehr, sehr zusagt, da es so verlässlich ist, immer gleich funktioniert, immer zuverlässig funktioniert und vor allem auch das App-Ökosystem gefällt mir richtig, richtig gut. Gerade Tweetbot ist eine App, auf die könnte ich niemals verzichten und deswegen iPhone 6S Plus immer dabei. Hey, ich bin Colin Zenger und mein Daily Driver ist das LG Nexus 5X 32 GB. Das Gerät ist zwar in meinen Augen keineswegs perfekt, aber es kommt ziemlich nah ran. Ich wollte unbedingt ein Nexus, weil die Software-Updates einfach sofort verfügbar sind und die gesamte Experience einfach genial ist. Ja, das Gerät ist ein Kompromiss, aber einen, den man in meinen Augen eingehen kann. Das einzig wirklich Negative ist die Akkulaufzeit, mit der kann man sich arrangieren, alles andere ist gut genug für mich. Und gerade der aktuelle Preisverfall macht das Gerät in meinen Augen sehr interessant. Hey, ich bin Luan und mein Daily Driver ist das OnePlus X, weil ich etwas gesucht habe, das ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat und ich liebe es. Man bekommt hier für nur 269 Euro ein Glas- und Metallgehäuse mit einem fantastischen 5 Zoll AMOLED-Display, zwei durchschnittlich gute Kameras, einen Akku, der euch durch einen ganzen Tag bringen sollte und die Performance ist für den Preis erstaunlich gut. Ein wasserdichtes Smartphone kann einem, wie ihr gerade gesehen habt, oft wirklich den Arsch retten. Das Moto G der dritten Generation
ist ein solches Smartphone und ich, Dominik Sachs, 16, ledig, keine Kinder, nutze es unter anderem deshalb als meinen Daily Driver. Außerdem hat das Moto G alltagstaugliche Specs und es läuft quasi Stock Android drauf, das mit ein paar nützlichen Motorola-Features ausgestattet ist. Das Beste kommt natürlich zum Schluss und das bin nicht ich, sondern mein Smartphone, das Moto X Style aus dem Moto Maker, weswegen mir das Design noch richtig gut gefällt. Es hat nahezu Stock Android, coole Motorola-Features, Dual-Stereo-Lautsprecher, die ich wirklich nicht mehr missen will und den Preis finde ich unter anderem auch sehr fair. Ich denke, es ist euch aufgefallen, es war ein ziemlich breites Spektrum an Smartphones. Ich wollte nicht nur iPhone 6S-Nutzer oder so in das Video reinnehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, welches Smartphone ihr gerade nutzt. Und dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Welches Smartphone benutzt du? Ups.